Hallo allerseits. Es wird Zeit, wieder den Mund aufzumachen und sich zu wehren. Und zwar gegen die mediale Repräsentation von mir selbst und vom Heartland Institute. Wie einige wahrscheinlich bereits mitbekommen haben, arbeite ich jetzt für das Heartland Institute, was ein amerikanischer Think Tank ist. Und ich weiß, das klingt sehr ominös und so, als stecke da irgendetwas ganz Konspiratives hinter. Und wahrscheinlich werde ich aufgebaut wie eine Anti-Greta der rechten, konservativen Seite, um irgendwelche finanziellen Bedürfnisse großer amerikanischer Konzerne zu befriedigen. Und genau diesen Eindruck hatten offenbar auch ZDF und Korrektiv, weswegen sie Spitzel in unsere Reihen setzten. Ich war, wie einige vielleicht wissen, in München bei der Klimakonferenz von EIKE im November letzten Jahres und dann nur eine Woche später in Madrid auf der Klimakonferenz des Heartland Institutes. Auf beiden Veranstaltungen habe ich jeweils eine kurze Rede gehalten. Das war nicht lange vorher geplant, sondern das war in beiden Fällen eine spontane Idee, die sich so ergeben hat. Und es hat mich unglaublich gefreut. Und meine Rede war also wirklich unabhängig von mir, aus dem Stand fast geplant. Und ja, wir wurden überwacht von Menschen, die sich ausgaben als Freunde von uns. Und das ist es ganz ehrlich, was mich am meisten trifft. Es waren zwei Personen anwesend, mit denen ich mich persönlich länger unterhalten habe, mit denen ich gemeinsam beim Abendessen gesessen habe und mit denen ich gelacht habe. Und ich habe rein gar nichts zu verstecken. Mir kann jeder alle Fragen stellen, die er will. Und auch die Fragen, die ich von Ihnen, ZDF und Korrektiv per E-Mail bekommen habe, dazu, wie viel Gehalt bekommen Sie vom Heartland Institute? Wie sieht Ihre Arbeit genau aus für das Heartland Institute? Haben Sie jemals Geld von EIKE gezahlt bekommen? Alle diese Fragen, ich habe kein Problem damit, die zu beantworten, theoretisch. Aber ich lasse mich nicht terrorisieren. Und wenn ich erfahre, dass Menschen, die sich freundlich mit mir unterhalten haben, denen ich Komplimente für ihre Frisur gemacht habe, dass das Spitzel waren, die mich mit Kugelschreiberkameras unter dem Tisch ausgehorcht haben. Für ihre bescheuerte Agenda und angeblich, um darüber aufzuklären, wie korrupt das Heartland Institute ist und dass ich eine reine Marionette des Heartland Instituts bin. Das ist traurig. Das ist extrem traurig und das hat mich wirklich fertig gemacht. Aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Ich lasse mich davon nicht entmutigen. Auf keinen Fall. Ganz ehrlich, jetzt erst recht. Meine Intention bei dem Ganzen ist nicht, Fame zu gewinnen, ist nicht, Geld zu verdienen. Mir ist das wirklich ziemlich egal. Ich lebe hier zu Hause bei meiner Familie, in meinem kleinen Zimmer und ich bin vollkommen zufrieden. Und mehr brauche und will ich nicht. Aber was ich will, ist, dass diese Meinungsdiktatur aufhört. Ich will, dass es möglich ist, wissenschaftliche Skepsis wieder anzubringen. Das ist alles. Wenn wir recherchieren, dann recherchieren wir tiefgründig und dann gehen wir nicht an die nächste rechtskonservative Quelle, weil sie uns irgendwie in unsere Agenda passt. Wir haben nämlich keine Agenda. Hinter uns steht keine Ideologie. Hinter uns steht kein Fridays for Future. Wir haben nichts Cooles anzubieten wie den Community Spirit der demonstrierenden Jugendlichen auf der Straße. Sondern wir haben nur Wissenschaft. Aber genau das ist es, was uns ausmacht und was uns glaubwürdig macht. An alle, die seit Anfang an zu mir stehen und an meiner Seite sind, die nette Kommentare hinterlassen, die Spenden für mich hinterlassen, die mir persönliche Nachrichten schicken. Vielen Dank. Und auch an alle, die langsam aufwachen und vielleicht ihre ehemaligen Ansichten hinterfragen und zum Klimarealismus kommen oder einfach nur Skepsis anbringen, was die mediale Repräsentation der Klimarealisten betrifft. Ich danke auch euch. Ich danke jedem, der
sein Gehirn ein klein wenig anstrengt und einfach nur bereit dazu ist, mal Gegenseitenargumente sich anzuhören. Mehr wünsche ich mir nicht. Ich muss niemanden überzeugen. Ich wünsche es mir natürlich, dass weniger Panik verbreitet wird, dass jungen Menschen nicht so viel Angst gemacht wird vor der Zukunft, dass ihnen nicht erzählt wird, dass die älteren Generationen ihre Zukunft ruinieren, dass die Tiere sterben, dass die Pflanzen sterben. Ich wünsche mir, dass wir wieder in einem Zeitalter des Diskurses leben können. Denn Diskussion ist das, was unseren philosophischen Gemeinschaftsgeist am Leben hält. Es ist das, was unsere Freiheit am Leben hält. Die Meinungsfreiheit ist die Basis für eine Gesellschaft, die wirklich zusammenhalten kann. Denn wir müssen nicht immer miteinander übereinstimmen. Aber wir können trotzdem Respekt füreinander zeigen. Und das ist mir wichtig. Und deswegen meine Bitte an euch, bleibt offen füreinander, egal welche Meinung ihr vertritt. Und lasst euch bitte nicht einseitig von Mainstream-Medien beeinflussen, informieren. Und an die Medien? An die Medien habe ich nur noch ein paar letzte Worte zu richten. How dare you? I don't want you to panic. I want you to think.